Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und heute kommen rein eure Wunschtanks. Ich habe mir, ich verrate nicht, welche Tanks kommen, aber wie er so ein bisschen aufgepasst hat, im letzten, eines von den letzten Let's Plays oder das letzte Let's Play sogar, habe ich hier und ich lasse immer so einen Tank im Hintergrund stehen, wie jetzt auch. Die sind aber meistens nicht im Let's Play. Und da war so ein Tank, den habt ihr euch dann gewünscht oder beziehungsweise mich gequält damit, dass ich nochmal spiele. Hab ich auch. Und ja, ich werde mal sagen, heute das Let's Play bekommt noch ein drittes Gefecht spendiert. Also es sind drei Gefechte. Ich habe noch eins dazu gemacht, das ich noch auf der Platte hatte. Das wollte ich nicht wegschmeißen, weil ich denke mal, es gibt hier einiges zu diskutieren in dem Let's Play. Zweite Gefecht müsst ihr euch mal angucken. Wieder so eine typische Situation, die man vermeiden könnte. Aber leider Gottes ist nicht passiert. Also im zweiten Gefecht habe ich mich echt richtig katastrophal aufgeregt. Und das Gefecht mit dem Löwe könnt ihr euch mal angucken. Und auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare bitte schreiben. Was ihr davon haltet. Und ob ihr es genauso gemacht hättet wie ich. Ja? Ich habe aufgrund meiner Erfahrung mit dem Löwe mich entschied, auf eine gewisse Seite zu gehen und nicht an eine Stelle, wo eigentlich die schweren Tanks hinfahren sollen, auf diese Flanke. Einfach aufgrund meiner Erfahrung, dass der Löwe dort zu schwach dafür ist, panzerungstechnisch, und die Gun geht auch nicht so weit runter, und deswegen habe ich mich eigentlich entschied, dort nicht hinzufahren. Und ja, ihr seht direkt dann, wenn ihr die Map sieht, direkt, was ich meine, die erfahrenere Spieler. Und ansonsten guckt euch das mal an, überlegt euch mal, wie ihr es gemacht hättet und ob meine Entscheidung richtig war. Also eure Meinung interessiert mich doch in dem Let's Play. Sonst auch immer, aber hier ganz besonders im zweiten und dritten Gefecht. Jo, da wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Let's Play. Und auf geht's mit der Hellcat im nächsten Let's Play. Tier 6 TD, das ist ja der Tank, den ich oft den Leuten rate, wenn sie frisch ins Spiel kommen, das Ding zu spielen. Wenn sie so fragen, was für Tanks soll die spielen oder was für eine Reihe. Weil ich finde die Hellcat eine der besten Tanks im Spiel. Macht sehr viel Spaß. Hat sehr, sehr viele Vorteile. Der Tank, die man sehr schön ausspielen kann. Geschwindigkeit. Eine sehr gute Gun. Gut, der hält halt nicht viel aus, aber das ist anderes Thema. So, wir haben hier ein Tier 7 gefecht erwischt. 7er Arti. Gegner haben sogar 7er Arti und eine 6er noch dazu. Das ist für mich nicht so besonders gut. Und Hellcat sage ich dann immer, man soll ein bisschen flexibler spielen. Also, ach Gott, ach, da ist ja wieder der. Nicht stur und starr irgendwo stehen bleiben, sondern wenn ihr wisst, die Gegner sind irgendwo, die Geschwindigkeit ein bisschen ausnutzen. Noch kein Gegner gespottet. Sehr schön. Das Einzige ist, der Turm dreht sich sehr langsam. Jetzt ist halt abzuhauen. Zwei Artis müssen wir nämlich aufpassen. Die können nämlich ganz schön scheppern. Schön. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jawohl.
Oh, da hätte ich länger visieren müssen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Boah, Munitionstreffer um T29, saugut. Aber die Hellcat schafft er, jo. So, da ist der T25 AT, der nervt mich. Naja, viel schöner ist der 7er ja auch nicht, ne? Wartet mal. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich machen soll. Churchill, komm mal nicht durch. Hellcat ist weg, sehr schön. So, der da ist wichtig. Erwischt. Boah! Seht die Hellcat ein bisschen bewegen und run. Kann man ein bisschen rinrumsen. Schon ein geiler Tank, ey. Mit Goldmunition ist auch 7er Gefechte, teilweise 8er, gar kein Thema. Brauchen wir uns eigentlich gar keinen Kopf zu machen. Ist jetzt ingebunkert. Sehr schön. Die Hellcat ist jetzt auch weg. 15-6. Ja, die haben wir ganz schön gebügelt. Die vier Abschüsse, die waren jetzt nicht so. Da war jetzt oft, wie wir gesehen haben, 7er Schaden und so für einen Abschuss. Das ist mir auch nicht so wichtig, die Abschüsse. Eigentlich ist mir wichtig, die Trefferquote will ich eigentlich immer so ein bisschen um die höher wie 70% hätte ich die eigentlich gern. Jetzt habe ich knapp 71,43, dass ich im Schnitt ohne alles über 600 Erfahrung haben. Das ist immer so ein bisschen das Ziel. So, da gucken wir mal, was wir rausgekriegt haben. 1753 Schaden, 4 Abschüsse, 804 Erfahrung. Stehen damit auf dem zweiten Platz. 14 Schuss, 10 davon direkt Treffer. Ansonsten kommen wir vernachlässigen. So, noch mit einer Belohnung für den Auftragsabschluss. Habe ich mit Premium hier 32.600 Credits. Und ohne Premium-Account hätte ich mit diesem Match 23.400 Credits bekommen. So, ihr seht, die Mannschaft ist natürlich, die eigentliche Mannschaft ist weitergezogen zum, was kam danach? Bin ich blöd? Ach, ja, dann wollte ich schon vergessen, T25-2. Dann wollte ich eigentlich vergessen. Haben jetzt eine Mannschaft, haben jetzt Mutanung einfach so geholt. Ich weiß nicht, ob man das so unbedingt, also ich bewege mich sehr viel mit dem. Da ist die Tarnung natürlich. Natürlich bleibe ich dann stehen mit Tarnnetz dabei und noch eine gute Tarnung. Ist ja eigentlich sehr geil zu spielen. Ja, man muss halt vorsichtig sein und weit genug weg. Auf jeden Fall. Und gucke, dass man halt versucht, sich wirklich richtig gut hinzustellen bei der Tarnung. Jo. Die Hellcat. Also wenn ihr nicht wisst, wie er da hinkommt, die Amerikaner anwählen. Und dann seht ihr hier die Hellcat. Genau hier. Tier 6. Könnt ihr dann beim T18 anfangen, der übrigens auch irgendwie auf seiner Klasse sehr, sehr geil zu spielen ist. T82, rüber zum M8A1. T49 hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht. Der war schon
Am Anfang war ich sehr enttäuscht, weil es ist eine Büchse, die sofort in die Luft geht, sobald was auf sie schießt. Aber er ist auf jeden Fall geil zu spielen. Wenn man ein paar Mal gespielt hat, merkt man eigentlich, seine Stärken ist die Geschwindigkeit etc. Und klasse Ding. Und dann die Hellcat. Dann kommt wieder so T25-2, ist meiner Meinung nach ein ziemlich beschissener Tank. Ist nicht so meins. T28-Prototyp ist sehr gut. Man muss nur höllisch aufpassen, dass man nicht allein da steht, sonst ist man Kanonenfutter für jeden schnellen Tank. T30 soll gut sein, habe ich bisher noch nicht gespielt, soweit bin ich noch nicht. Und die T110E4 habe ich als Gegner oft erlebt, dass die relativ gut sind. Gute Gun, schöner Schaden etc. Jo, also wie gesagt, kann ich jedem empfehlen, die Hellcat zu spielen. Und wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder. Gucke, was ich spiele. Ich überlege die ganze Zeit schon. Ah, mal gucken. Ja, ja. Da hat er den Tok gesehen. Den Tok 2, muss man ja sagen. Bei mir im Let's Play gesehen, immer als Hintergrund. In der Ansage. Und schon hat es wieder Wünsche gehagelt. Und zwar so viele, dass ich den Tok 2 doch mal Let's Playen muss. Die Drecksschleuder. In Platoon macht er unheimlich Spaß, weil er dann halt extrem viel HP hat für seine, Tierstufe. Alleine ist es, ja, ne? Es kommen jetzt halt immer ein Tier 7 Gefechte noch mit dem, da ist dann besonders beschissen. Der ist ja so elendig hässlich. So lang und so hässlich. Gut, die Dolls sind ja auch nicht viel schöner, die Panzerdinger hier. Wie heißt die eigentlich noch? Das C, der ist Tier 5, der ist Tier 7. Okay. Jo, hat keine Panzerung. Die Gun ist eigentlich noch ganz okay. Schießt sehr schnell. Ich mach lieber, guck mal, der Arsch, der ist so lang. Geh ich lieber mal so auf die Commander-Luke. Wie fahre ich denn am besten? Soll ich so rüberfahren? Ja, komm. Immer aufs Ganze. Tock. Normalerweise kommen immer irgendwelche Sprüche. Kommt jetzt gar nichts. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr schön. Also die Gun macht Laune, da kann man jetzt echt nicht meckern. Der Rest weiß ich jetzt nicht so. Man weiß gar nicht, wo man sich da verstecken soll mit dem Teil. Sind die über die Brücke? Ah, die sind über die Brücke, okay. Fahre ich mal hier durchs Wasser? Bewegungsunfähig. Wirkungstreffer. Querschläger.
Ja, schön. Haben wir Glück gehabt. Ich weiß nicht, was für Gunny hat, aber... Was? 9,8, ey, was? Wir haben doch so hoch geführt. Scheiße. Das doch gibt's nicht, ey, ihr Leute, wir haben das so hochgeführt. Jetzt gehen die uns die Basis einnehmen und ich komme nicht hin. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt eigentlich kürzer? So rum oder? Hier muss ich den Berg noch hoch. Hier muss ich das Wasser. Ich pack das nicht. Oh, das doch gibt's doch nicht. Da könnte ich wieder heulen. Das interessiert die einen Scheißdreck. Oh ja, jetzt hat er wenigstens Tok noch ein bisschen in Aktion gesehen. Kommt ja wieso als Dreier gefescht. Drei gefescht in dem Let's Play. Ich habe noch ein schönes Löwe gefeschte Let's Play, das ich vorher aufgenommen habe. Das möchte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Dachte ich mir, mache ich das hier hinten dran. Das ist vielleicht nicht so... Das ist auf jeden Fall ein Lehrvideo. Da seht ihr wieder, das ist zum Kotzen, ey. Du, ich weiß gar nicht, wie viel mir geführt haben und dann auf Emo. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Naja. 304 Erfahrung. Ach du Scheiße. So, 873 Damage. 203 Erfahrung. Das ist nicht viel. Ne? Man ist halt irgendwie, kommt nicht so richtig ran. 9 Schuss, 7 Treffer. Aber immerhin habe ich dann noch... Potenziell hätte ich 700er. Das war dann wahrscheinlich ein HE. Ja, die Trollgun. Sehr gut, das Ding ist dann nicht durchgekommen oder abgeprallt. So, mit Premium habe ich hier 23.700 Credits. Und ohne Premium 15.200. Ist die Mannschaft hier vom Churchill 7 drin? Die hole ich mal gerade mal nochmal raus. So. Das war der Tok. Hat Ansetzer drin, Lüftung und jo. Ansonsten spiele ich den auch so gut wie gar nicht. Ja. Ist, was soll man zu dem eigentlich großartig sagen? Seine kurze Stärken ist die HP und die Gun ist eigentlich noch zu gebrauchen. Die finde ich jetzt gar nicht übel, aber es geht halt sonst, komme ich bei dem fast überall richtig gut durch. Hat eine Turmpanzerung 114, das ist jetzt auch nicht gerade mal so, wenn man jetzt vergleicht, das ist ein Tier 6 schwerer Panzer. Na, Tier 6, wo haben wir dann hier noch einen schweren Tier 6? Der KV-1S. Der hat nur ein bisschen weniger, ne? Da haben wir dann hier den Churchill zum Beispiel. Hat deutlich mehr Frontpanzerung und alles. Deutlich mehr. Gut, hat aber auch weniger HP, ne? Struktur 960. Der Tok 2400, das ist schon viel für die Tierstufe. Aber ob ich denn Tank raten würde, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz ehrlich gesagt, spart dort lieber euer Geld und Gold für Tanks, die ihr vielleicht besser gebrauchen könnt, ja. Das ist meine Meinung zum Tok 2. Wenn ihr viel mit Kumpels spielt und ihr tut vielleicht mit drei Toks im Zug im Platoon spiele, okay, ganz ordentlich das Teil. Ansonsten, nee. Wirklich nicht. Nee. Jo. Kommt jetzt noch ein drittes Gefecht mit dem Löwe. Wollte ich mal einfach mal dort beimachen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr euch entscheiden würdet. Ich habe eine Entscheidung getroffen, mit dem Löwe mich irgendwo hinzustellen. Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Löwen. Und ja, einfach mal angucken und sich, da seht ihr eigentlich, um was es geht. Ist jetzt nichts Dramatisches. Wollte halt einfach mal nur mal noch was ein Video hier reinschmeißen, wo man mal ein bisschen drüber diskutieren kann. Alternativen, wie ich mich verhalten habe und was gut und schlecht war. Ja? Okay. So, da bin ich wieder mit dem nächsten Let's Play, diesmal mit dem Löwe. Mal gucken, was wir hier auf El Haluf Standard gefasht auf die Kette bekommen. Tier 8 Match, die Gegner, wie auch wir, haben eine
Tier 7 Arti. Ja, da werde ich wohl in Snipern übergehen. Ganz klar. Ich muss so glatt behaupten, mal da wieder hochfahren. Ich weiß nicht. Auf geht's! Das Problem ist immer, was ich so hasse an der Dome-Map, man ist immer so abhängig von den Scouts. Und großartig gescoutet wird eigentlich nicht. Deswegen ist das Sneepen auch manchmal total behämmert. Gerade so mit dem langsamen Panzer wie dem Löwen muss man sich sofort entscheiden, gehe ich jetzt. Fahre ich jetzt da oben hin oder nicht? Und. Jo. Scheiße, Kilometer neben dran geschossen. Das ist schlecht. KV-1 werde ich wohl nicht rankommen und KV-1S. Außer er fährt jetzt wirklich behämmert raus, aber das sieht nicht so aus, als hätte er das vor. Gut, jetzt ist er getroffen. Jetzt vielleicht bewegt er sich jetzt weg. Och, die Hellcat räumt hier auf. Weil der hat den Grit. Oh, ich glaube, ist wieder keiner. Hier ist 3. Muss aufpassen, dass mich doch keiner sieht. Ich bin hier ruckzuck, nämlich, denke ich mal, könnte ich von einige Tanks beschossen. Jawohl, komm noch zurück. Ja, lass deine Maschinen kommen. So ein fehlgeleiteter Schuss. Oh shit, der kriegt ganz schön einen Rinn. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt bin ich gescoutet. Müssen wir hier aufpassen. Wir dürfen auch nicht aus der Ruhe machen lassen. Der wird jetzt wahrscheinlich da rumspammen, weil er allein da kaputt war, aber es wäre auch zu zweit dort zu wenig gewesen. Mal schön kommen. Arti von den Gegnern ist down, das ist gut, dann können wir hier nämlich ganz entspannt stehen bleiben.
Down, down. Jetzt kommen die anderen nämlich noch rum. Yes. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, die haben wir im Sack, haben wir die. Komm, mach der T-34 weg. Schönes Ding. Weil das ist nämlich das Problem mit dem langsamen Tank, kann ich gemerkt, mit dem Löwe fahre ich dort definitiv nicht gerne hoch. Da bin ich nämlich eigentlich, wenn ich allein dann da oben bin, zack, zack, weg Büsche. Und du bist einfach zu langsam, der Turm ist auch nicht, hält nichts aus und du kriegst du eigentlich von überall einen Ring gedonnert und deswegen hätte das da oben gar keinen Sinn gemacht. Da ist man im Sneepen ein bisschen besser. Flame halt viele, manche haben ja auch recht, allein hochfahren ist scheiße, hätte noch einige Tanks mitfahren. Aber wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache jetzt. Und soweit ist es hier noch relativ gut gelaufen. So, ich habe 2473 Schaden. 2 Abschüsse, 885 Erfahrung. Platz 1 damit. Trefferquote liegt bei 83,33%. Mit Premium-Account habe ich hier rausbekommen. Ihr müsst denken, es ist ein Premium-Panzer, wer das nicht weiß. Gibt ja einige, die wissen das noch nicht. Knapp 70.000 Credits rausbekommen und ohne Premium-Account 41.000 Credits. Das ist hier schon mal ein bisschen schon was. Ist die Mannschaft vom E100 drin. Deswegen nicht wundern, wenn das da rot ist. Die kann man nämlich in den schweren Panzer, die E100 ist ja ein schwerer Panzer, die kann man da reinknippeln und halt mit dem Premium-Tank weiterleveln. Ist vor allem gut, wenn man Dreifacherfahrung wie zurzeit dann spielen kann. Da geht das Ganze ein bisschen schon höher. Versteht ihr? Diding! Und vor allem bin ich denn hier am Leveln. Der Detlef. Der ist neu dazukommen. Die R100 hat nämlich 2 Ladeschütze. Na, nicht nämlich dann noch einen zweiten müsse kaufen. Und der ist halt, wie ihr seht, ich habe hier noch der ist so weit wie die andere Mannschaft. Und dann halt der Detlef. Der ist noch nicht so ganz frisch. Ganz frisch im Krieg ist er dabei. So. Okay. Wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder.